Einen wunderschönen Judentag zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns mal wieder was zum Erfrischen an. Und zwar eine ganz exklusive Fanta. Die Fanta, Achtung, Watermelon, Melon and Starfruit Taste. Nein, gibt es leider nicht bei uns in Deutschland. Ich schätze mal, sie kommt aus den USA. Habe ich bei Beast Mode gekauft. Und ein Erfrischungsgetränk mit Wassermelonen, Melonen, Sternfruchtgeschmack mit Süßungsmittel. Sternfrucht, das ist so ein Ding, das immer auf irgendwelchen Buffets als Dekoration benutzt wird. Sieht tatsächlich ganz nett aus und geschmacklich nicht so. Deswegen wie so ein, kennt ihr diese, wo man so Blumen reinsteckt, dieses, was ist das? Das ist nicht Styropor, das ist so wie so ein poröses Material, wo man so Löcher reinstechen kann. Und dann gibt das so nach und dann ist ja das Loch drin. Und so ähnlich ist Sternfrucht von der Konsistenz, finde ich. Das macht auch so, ich kann das Geräusch nicht nachmachen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Habe ich als Kind immer gerne mit rumgespielt. Die hier könnte genau meinen Geschmack treffen. Wie gesagt, ein bisschen exklusives Zeug. Man kann jetzt darüber streiten, ob man unbedingt eine Fanta aus den USA haben muss. Aber, ich sag mal, wenn man schon in so einem Webshop bestellt und man hat Bock, mal ein bisschen was anderes zu haben, außer Sprite und ab und zu meine Fanta, oh, ich weiß noch damals, bei mir in Dortmund war in der Nähe so ein Coca-Cola-Fabrik oder zumindest ein Zwischenlager. Und da stand draußen ein Automat, viele, viele Jahre her, 20 bestimmt. Da stand draußen ein Automat, der hatte dann damals die exklusivsten, geilsten Sorten, so aus Dosen. Da gab es damals die Fanta Mandarine. Meine Fresse, war die geil. Und da war noch eine, ich habe aber leider vergessen, welche das war. Aber damals war da die Fanta Mandarine zum ersten Mal zu haben. Sind wir da immer hin und haben uns die Fanta Mandarine geholt. War richtig cool. Doch jetzt hier erstmal Watermelon, Melon und Starfruit Taste. Hätte sich übrigens angeboten, als blind zu verkosten. Ne? Als blind verkosten. Kommen übrigens bald auch mal wieder Blind-Videos. Ich schmecke Sternenfrucht, Wassermelone und Melone. Jetzt ist auch wieder die Frage, ob ich die Melone hier rieche, weil sie wirklich da ist oder weil ich ahne, dass sie drin ist oder weiß, dass sie drin sein soll. Lass das mich so ausdrücken. Ist übrigens ohne Zucker. Oh. Die ist tatsächlich lecker. Es gibt aber hier so eine Art Gesamtgeschmack eher. Ich finde, man schmeckt weder das eine, weder Melone noch Wassermelone noch Sternfrucht, aber das alles ergibt etwas, was einen irgendwie an sowas wie Melone auf jeden Fall erinnert. Ich finde die Melone, in dem Fall soll es hier, glaube ich, Cantaloupe-Melone sein, oder wie man es ausspricht. Hier drin ist auch ein Glycerinester von Kolophonium, was auch immer Kolophonium ist. Wenn man so Sachen liest, dann kann man sich oft denken, die man nie gehört hat, dass das nicht aus Deutschland kommt. Wassermelone. Nee, es ist sogar. Oh, es ist sogar 2,7%. Das ist auch immer geil. Es ist 2,7% Orangensaft drin, 0,1 Sternfrucht, 0,1 Melone und 0,1 Wassermelone. Also es ist irgendwie um den Faktor 27 mehr Orangensaft drin, aber es steht nicht drauf, dass es die Fanta Orange ist, sondern die Fanta Melone Sternfrucht. Das ist aber auch, das ist oft so, da wird man irgendwie an der Nase herumgeführt. Die ist aber echt lecker. Die schmeckt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, weder das eine noch das andere, aber so als Gesamtding eine wirklich leckere Fanta. Und irgendwie fühlt sie sich cool an. Die ist so ein bisschen asymmetrisch, könnt ihr das sehen. Eine sehr leckere Fanta, empfehle ich euch. Probiert sie gerne mal aus, wenn ihr schon mal sie irgendwo zu Gesicht bekommt. Und ansonsten war es das auch schon wieder. Ich wünsche euch einen erfrischenden Tag, Sonnenschein und lasst es euch gut gehen. Bis später und ciao.